Okay, der fliegt. Okay, der. Wa was? Der ist jetzt hochgeflogen. Der hackt doch. Alter Schwede! Habt ihr das gesehen, wie der da jetzt hochgeflogen ist? Lol. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars. Wir spielen heute auf der neuen 2x4 Map Stronghold. Ich glaube, ich habe die Map noch nie gespielt. Es gibt außerdem noch Dunewall, Ragnarok, Stronghold, Shroom, Battleships, Sandstone und Hollow. Ja, das sind die neuen Maps, die es jetzt derzeit gibt. Die Spiele hier sind unsichtbar. Nice, läuft auf jeden Fall. Und ja. Ich weiß, die Audio halt für die Leute, die es ja jetzt wieder schön in die Kommentare geschrieben haben, weil sie keine 30 Sekunden im Video bleiben. Es halt, Echo und es halt. Das liegt einfach daran, dass ich gerade noch im Büro bin, in meinem neuen, wo ich aber noch keinerlei Dinge habe. Also keine Möbel, gar nichts. Ich habe mir jetzt dafür so schalldämpfende Noppen gekauft. Die werden die nächsten Tage ankommen und ich hoffe einfach, dass es dann viel, viel besser wird. Ich meine, so klein ist das Zimmer hier gar nicht. Das heißt, ich habe hier echt einiges am Platz und das hört man natürlich auch, wenn ich hier nicht Dinge habe. Chill, komm mal, es ist Teamplay. What the fuck? Dass sie sich hier gegenseitig anbitschen, obwohl es ein Team-Ding ist, aber okay. Gut, ich finde, das sollte jeder mit jedem auskommen. Aber okay. Oh. So, Moment. Zack, zack, zack. Hier nimm du das. Ich habe mir das auch versehen zu viel gekauft. Dann hole ich mir hier noch eine Brust. Dann, ja gut, ein bisschen was zu essen, ein paar Äpfel, die sind jetzt günstiger, weil dann würde ich mir ganz gerne noch so ein paar leckere Leggies kaufen hier, so. Knockback-Stick und Co. darf natürlich auch nicht fehlen, jetzt kommt wieder ein Gold. Nice! Ich spare jetzt einfach mal, vielleicht kann ich mir dann später noch einen Bogen leisten. Das wäre auf jeden Fall Premium. So, okay, nice. Nice. Genau, was ich unbedingt jetzt noch sagen möchte, und zwar, ich habe ja einen Subserver, so wie ihr wisst, also die Leute, die eine Wildcard gewonnen haben und so weiter, so die kommen ja alle auf den Subserver. Und ja, yes, ich habe das Gold bekommen, nice. So, und der ganze Subserver wird mir nämlich gesponsert, und zwar vom lieben Hoster-Team von Irie Server. Leute, aufpassen! Okay, der fliegt. Okay, der. Was? Der ist jetzt hochgeflogen. Der hackt doch. Alter Schwede. Habt ihr das gesehen, wie der da jetzt hochgeflogen ist? Lol. Okay. Wie hieß der denn? Der da jetzt, alter Schwede, habt ihr das gesehen? Ich dachte mir am Anfang so, ja, war vielleicht nur ein Bug. Aber der ist jetzt da voll oft jetzt hochgeflogen. Ja, der da, dieser Werttiger. Report. Werttiger. Report, confirm. So, gleich mal reported, weil Leute, das geht nicht. Das ist das Respektlosste, was man überhaupt machen kann. Zu hacken, Alter. Das ist so erbärmlich einfach. Guck ihn dir an, wie er auch kein Knockback hat. Ey, Leute, ohne Witz. Solche Menschen, ne? Abschaum, größter Abschaum für mich in Minecraft. Warum gibt es überhaupt solche Menschen? Die können wohl nichts und hacken dann und denken sich so, ich kann nichts, ich hacke aber dafür. Und, ja. Bin jetzt cool oder so. Scheiße. Ja, hab ihn sofort reported. Reporter, ja. Kommt der jetzt schon wieder, dieser Typ? Okay, jetzt müssen wir hier echt aufpassen. Ich meine, die anderen im Gegnerteam, schätze ich mal, die können ja nichts dafür, dass er da so rumhackt wie so ein Spasti. Was? Unser Bett ist abgebaut. Ja, okay, gut, Leute. Unser Bett ist abgebaut. Das ist natürlich echt fresh. Und wenn der Hacker jetzt kommt, dann kann ich nicht mehr irgendwas machen.
Ich habe zwar jetzt einen Bogen, aber wenn der Hacker kommt, dann bin ich halt am Arsch. Da kann ich tun, was ich möchte. Ich hoffe, der wird gebannt und das lebenslänglich. Das ist echt. Hä? Haben die auch einen Bogen oder was? Alter, Leute, wie der da hochfliegt. Ey, das macht mich gerade so aggressiv. Das ist nicht mehr normal. Ich hasse solche Leute. Warum hacken die? Warum? Wer? Ey, das sind Leute, die einfach einem das Spiel kaputt machen. Dieses dreiste Arschloch. Nee, komm mal, ich weiß ja nicht, wie gut er im Bogen ist. Das soll ich lieber mit einem Schwertkampf austeilen, weil ich habe einen scheiß Ping. Okay. Aber vorsichtig, Leute, vorsichtig. Vorsichtig! Wir müssen es gegen das Hacker-Team irgendwie ja auch schaffen. Nice. Die haben auch einen Bogen. Die haben auch einen Bogen. Scheiße, scheiße, scheiße. Lauf, 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 lauf. So, okay, bin da. Shit. Sophias. Wo sind die denn hier? Moment. Lauf. Okay. Ja. Hab ich gesagt, dass die Sophias uns immer gut helfen. In allen Situationen. Ja gut, das hab ich. What? Hat der mich ja da jetzt gerade mit dem Bogen getroffen oder was? Weil wir haben es gerade 10 Uhr Vormittag. Bleibt von der Schule zu Hause, hat wahrscheinlich nichts gelernt und denkt dann so, oh geil, ich kann hacken, ich bin der Boss. Boah, Leute, da könnte ich mich stundenlang über solche Leute aufregen, weil ich die so erbärmlich finde, so scheiße und erbärmlich. Okay, dass halt wir jetzt kein Bett mehr haben, das ist jetzt echt schade. Aber einer von Team Blau ist geleftet. Das ist gut. Achtung, geh doch weg da aus meiner Schussbahn. Okay, er hat auch einen Bogen. Oh, kacke, ey. Warte, dann gehe ich jetzt oben drüber. Ich versuch's zumindest. Oh, dieser Spieler hier, ne? Okay, hab ihn. So, nice. Jetzt gehen wir gleich weiter hier. Moment, ich mache jetzt wieder hier die Schutzmauer voll. What the fuck? So. Okay, gut. Wir haben die Schutzmauer jetzt wieder bis hier, Leute. Der Kampf gegen das Hacker-Team. So. Es ist wirklich eigentlich ein Kampf gegen ein Hacker-Team. Die können auf jeden Fall auch auf sich stolz sein. Das sind echt tolle Spieler. Hacken da eine Round und schreiben dann zu uns Hacker. Das sind sowieso die Besten. Okay, den habe ich. So, weiter. Gleich wieder was essen. Ich versuche mich da jetzt so langsam nach vorne zu bewegen. Und das Fuck you. Au, okay. Da hat jemand zu oft jemand Fuck you Goethe geguckt. Okay. Fuck you, Red. Also Leute, wenn wir die Runde jetzt gewinnen, ne, dann bin ich schon echt ein bisschen auch kacke. Jetzt hätte ich da fast ein bisschen zu weit gebaut. Fuck you, Red. Also, ey, diese Leute, ne, die denken, oh, ich hasse sowas. Ja, danke für die Blöcke, aber ich habe gerade noch genug. Gerade zumindest. Das ist nicht mehr normal. Das ist doch fast schon. Au. Okay. Da hat noch jemand einen Bogen. Bad Game Hacker. Was? Wollen die mich eigentlich at all? Ja, ich auch. Hä? Hackt dieser Heinrich hier in unserem Team auf? Auch oder was da los? Auf jeden Fall weiß ich, dass dieser Werttiger da hackt. Und ich das ziemlich dreist finde, dass das ein kleiner Hacker ist. Oh oh. Ja, er ist tot. Nice. Gut, diesen Hardy-Tim haben wir jetzt auch. Aber wisst ihr was, Leute? Ich gehe trotzdem noch mal ganz zurück in die Base. Rüst mich dann noch so ein bisschen aus, vielleicht mit einem Goldapfel oder so. Und weil ich möchte das echt nicht riskieren, dass ich jetzt vielleicht sterbe. So, ich hole mir eine bessere Spitzhacke.
dann hole ich mir einen Heiltrank, dann hole ich mir Sophias, dann können die vielleicht nämlich das Bett wegsprengen. So, ich kann schnell was essen. Und, ich sehe es mir mal, ja, die ist eigentlich ganz gut. Also ich habe eigentlich einen ganz guten Schutz hier. Ich gehe mal zurück und blockiere hier lieber. Da oben ist jemand. Okay. So, nice, der ist tot. Nein, scheiße, Leute, jetzt haben wir aber die Verbindung zu Blau total verloren. Ja, geil. Geil, Leute, wie sollen wir das regeln? Das ist echt nicht einfach. Leute, ich glaube, ich muss die Runde echt ein bisschen schneiden, weil es wurde echt schon ziemlich lange. Ich musste echt da, glaube ich, jetzt ein bisschen schneiden. Jetzt kommt schon wieder... Was hat das denn für einen Sinn? Irgendwann müssen sie eh von selber rüberkommen. Es hilft nichts. Oder doch, ich habe eine andere Idee. Warte, ich muss eben ganz kurz. Ich habe eine andere Idee. Ich baue mich jetzt hier so hoch, dass er mit dem Bogen da nicht hochkommt und dann baue ich mich rüber. So, ich baue mal lieber so zwei Dinger, weil dann trifft er mich eventuell nicht gleich. So. Oh mein Gott, Leute. Alter Schwede. Ich habe es überlebt. Ich habe es tatsächlich überlebt. So. Ich spam den natürlich jetzt gerade. Mein Bogen, Alter, mein Bogen ist fast kaputt. Die haben nämlich jetzt hier wieder die Verbindung gebaut. Das heißt, ich kann theoretisch rüber. Okay, das heißt, wir können jetzt auf jeden Fall nach vorne. Das ist schon mal sehr gut. Haben wir eine Direktverbindung? Los, Sophia, du schaffst das. Oh, okay, Sophia, du schaffst das doch nicht. Scheiße. Wir haben hier gar keinen Schutz. Wir haben hier überhaupt gar keinen Schutz. Und das auch noch gegen Hacker. Das ist einfach, ich finde das so dreist, dass man hacken muss, damit man in einem Spiel gut ist. Ich meine, natürlich, hacken vereinfacht dann wahrscheinlich das Leben und sagt dann so, oh, ist ja so easy mit Hacks. Aber ohne Witz, Leute, das ist doch so erbärmlich. Es ist so erbärmlich einfach. Ich brauche ein bisschen was zu eaten. Würde ich eine Enderperle kaufen? Weil wenn wenigstens das Bett von denen weg ist, wäre es gut. Das Problem ist, man geht quasi auf Leben und Tod, weil wenn man die Enderperle wirft und dann zum Beispiel stirbt dadurch, dann ist man natürlich auch gearscht. Ein Gold noch, dann kann ich mich nämlich mit der Enderperle rüberporten. Zack, 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 zack. Oh. So, aber der hat noch hier einen Bahn gegeben, das heißt, wir haben jetzt 4 Stück. Das, was ich jetzt versuchen werde, ist, ich habe jetzt hier eine Enderperle, ich habe einen Heiltrank und so weiter. Das Einzige, was ich jetzt noch brauche, sind noch jetzt 2 Gold, Leute. Dann werde ich rübergehen, eine Enderperle werfen, das Bett abbauen und die versuchen mit einem Stärketrank zu klatschen. Ich hoffe so sehr, dass das klappt. Ich habe natürlich keine Ahnung, weil schlecht sind die alle mal nicht. Aber ich hoffe einfach so sehr, dass das klappt und ich bin jetzt erstmal zuversichtlich. Ich hoffe einfach, dass das funktioniert. Sollte das nicht klappen, dann habe ich alles versucht für unser Team. Ich finde das aber echt dreist, dass das so ein Hacker ist. Und aber ich meine, es leben noch 2 Leute, weil dieser Verti ja das Spiel verlassen hat. Ich finde es gut, reported ist er. Ich hoffe einfach mal, dass er jetzt gebannt ist. Und dann kann ich nur sagen, tschüss. Hier. Trank hier, 15 Sekunden Unsichtbarkeit. Was? Seit wann gibt es einen Unsichtbarkeitstrank? Seit wann? Oh mein Gott, how nice is that? Shit. So, ich meine, es nützt sich eigentlich nichts, weil, ja. Okay, zack, und ich werfe jetzt die Enderperle, sobald ich dann hier oben bin. So, Leute, jetzt wird's spannend. Heiltrank. Bett ist weg. So, der Typ hier auch. Und? Oh mein Gott. GG. Alter Schwede, hat mein Herz jetzt geklopft. Ey, oder es klopft noch immer. Okay. Alter, diese Leute, ne? Die... Ich verstehe sie nicht. Ich verstehe sie einfach nicht. Die schreiben zu mir Hacks. Ey, Leute, ne? Also, bitte, ich wünsche mir eines für euch. Ihr seht, dass ich nicht hacke.
Oder ihr habt es ja jetzt gesehen, dann zählt ihr mal, wie erbärmlich diese Kinder sind, die, oder es müssen ja nicht nur Kinder sein, können ja auch dumme Erwachsene sein, die einfach grundlos jemanden als Hacker bezeichnen. Zum Beispiel den einen Typen da, das war klar ein Hacker natürlich, das hat man gesehen, der ist hochgeflogen wieder, tausende Male. Aber trotzdem, gegen Hacker-Team zu kämpfen war echt nicht einfach. Ich habe das jetzt als einzige Möglichkeit gesehen, noch eine Enderperle zu kaufen und einen Stärketrank. Aber ich würde sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach eine positive Bewertung da. Schreibt mir einen Kommentar. Und dann würde ich sagen, macht's gut, haut rein und ciao.